So Leute, wir spielen das dritte Level von Hitman Blood Money. Und zwar heißt es Flatline. You think that was 47? No. It's good to have you back, 47. I'm glad to hear you're fully keine Waffen. Oh, Agent Smith, das hört sich schon sehr, sehr schwul an. Naja, ich muss ihn ja auch noch finden. Diesmal nicht töten, dafür muss ich andere drei Opfer töten. Na, let's play. Das erste, was ihr macht, nicht hier hochlaufen, sondern da runterlaufen. Ja. Marvin hat auch manchmal seine Gedankenwirrungen. Tür auf. Da steht der Polizist. Hol mal schnell die Schweinegrippeimpfung raus. Ja. Ja, und dann müssen wir gucken. Oh, und jetzt läuft Schweinegrippeimpfen. Oh, oh, oh. Ja. Und jetzt guckt bitte, als ob der das nicht gesehen hätte. Oh mein Gott. Raus mit ihm. Die alte Schwuchtel. Versteckt den Körper, damit ihn keiner sieht. Klaut seine verfickte Security-Kleidung. So. Ja, nochmal rein. Und holt euch den Elektroschocker aus dem Kasten. So, so und so. Schritt, Schritt. Ja, tu mal den Hügel weiter hochlaufen. Da sehe ich schon. Das ist eine Alkoholentzugsklinik. Ja, jetzt denkt ihr, die Mission ist einfach. Weil die Leute ja eh alle alkoholisiert sind. Aber das Ding ist voller Wachen. Das ist sau schwierig. Nö. Wir machen einen dicken Running. Ja. Einmal durch heißt. So, schließen die Tür. So, dann holt ihr euren Elektroschocker raus. Ja. Und schockt ihn. Hä? Steht der auf dem Feld dann so komisch um. Ey, geil, geil. Also ihr braucht jetzt die Keycard und lauft durch die ersten Türen. So. Ja. Gut. Jetzt müssen wir warten. Bis der zweite Typ da steht, der da steht, weggeht. Hat sich sogar gereimt. Guck mal, trinkt der schön Käffchen. Oh. Ach ja. Jetzt machen Sie hinne. Ja. Ab durchs Fenster. Und jetzt, ihr glaubt es nicht. Guckt bitte jetzt, wie der Typ umfällt. Ich hab's eben schon mal gesehen. Mit dem Elektroschocker. Bitte guckt jetzt mal hin. Der steht auf und dann fällt der so behindert hin. Das. Guck jetzt. Einmal. Geil. Ach, geil. Ja, dann zieht ihr euch um. Oh mein Gott, ich komme heute nicht raus über Lachen, ey. Tragkörper. So, der kommt jetzt erstmal ins Gefrierfach. Wie es aussieht, guckt. Pff. Klappe zu. Ja, und jetzt suchen wir die Zelle, wo der Typ mit der Schweinegrippeinfektion sitzt. Da ist er. You. I should have known. Sedating me. Psychotropics. The things they've done.
Hat er gerade Vickers gesagt? Oh. This is the guy. Here, I'm getting you out of here. They'll never let me out alive. I know. Okay, alles klar. Erstmal jetzt hier die Impfung für die Schweinegrippe. Passt auf. Zack, zack. Leg ihn hin. Oh, Scheiße! Identity obtained. Er ist tot! Das kommt davon, wenn man die Schweinegrippe-Impfung nimmt. War ja klar. A sudden shift in the delicate power balance of the New York families. Two low-level contracts just came in. In addition to your primary target, two members of the same group are currently staying at the facility. Terminating either will result in a $50,000 bonus per head. It's entirely up to you. Understood. Pro Person $5,000 mehr, ja. Das sage ich nicht nein. Ich muss auch mal was für mein Hartz IV zu meinem Hartz IV verdienen. Oh. Natürlich Schwartarbeit, ne? Hitman, warum hast du einen komischen Strichcode auf dem Kopf? Gehörst du zu Aldi? Bestimmt Azubi. Mehr. Also, wir müssen jetzt drei Leute töten. Das sind die in den bunten Mänteln. Ja, gehen wir hier hin und tun eine Mine platzieren. Zack. Hä? Oh, Scheiße, verlaufen. Und jetzt wieder zurück. Mine ist platziert. Das ist alles nur Vorarbeit. Boah, bin ich halt total verwirrt. Mal wieder zurück. Ja. Gut, da ist der in dem blauen Anzug. Der kocht sich jetzt gleich was. Darum geben wir jetzt einen Raum. So, ich weiß, einen Raum D. Ja, D, genau. Und wir sabotieren das Gas. Dadurch, dass der Gashahn ganz aufgedreht ist, explodiert das da gleich, wenn er da dran geht. Dann haben wir schon mal Nummer 2. So, gehen wir runter. Der dritte dürfte sich jetzt mit der Handelstange vergnügen, jetzt gleich. Dann gehen wir ihn mal besuchen. Da ist noch keiner. Alles klar. Laufen wir und besuchen ihn. Oh, falsche Tür. Mein Gott, ich verwechsel die beiden Türen. Immer. So, perfekt. Da sitzt er. Wie schon gesagt, der versucht zu trainieren, der kleine Gangster. Oh, wunderschöner Kill. Guckt euch das an. Oh, Hammer. So, das war der erste. $5,000. Jetzt müssen wir abwarten, bis der Pink in seine Lounge geht. Muss jetzt noch was dauern wird. Warten, warten. Boah, guck mal, wie langsam die gehen, die Alkoholsüchtigen sind schon auf den Zug, so Ottos. Der ahnt noch gar nichts von der dicken Bombe, die ihn gleich erwarten wird. So, jetzt seht ihr oben Häkchen. Das ist der Kochtopf explodiert mit dem im blauen Anzug. Zielobjekt 2 ist zerstört und damit hätten wir $10,000. Man sieht schon die Bullen laufen. Was ist das? Oh mein Gott. Okay, jetzt warten wir. Holt den Fernzünder raus und beep.
Boom, Lampe drauf. Nummer 3. $15,000. Bonus. Perfekt, kann ich nur sagen. Ja. Und jetzt laufen wir zurück und befreien den Agenten, dem wir gerade eben das Schweinegrippe-Virus verpasst haben. Impfung meine ich. Und ja, mal gucken, ob er wieder lebt. Das könnte ja sein. Da liegt er. In der Krankenwartung. Komm, kriegst du wieder die Schweinegrippe. Da lebst du bestimmt wieder. Oh mein Gott, es klappt. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Weg. Oh, totale... Die totale Geldnull.